Och nein, nicht schon wieder. Was ist denn heute los? Was ist das hier? Der große Preis von K-Australien? Offensichtlich, ne? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Ligarennen-Highlight-Video der MXL. Heute melden wir uns aus Australien, Mates. Ja, ihr seht schon, auf Platz 4 der Mike, ja, geht besser. Aber nicht nur von mir wird hier geredet, sondern auch von Kneti. Hallo, na? Kleine Verzögerung, ihr müsst ihn entschuldigen. Und Dr. Rush feiert sein Comeback als Renningenieur. Ja, servus zusammen, hi. Also, Herrschaften, Qualifikation war trocken. Und Rennen soll auch trocken werden, bis auf die letzten beiden Abschnitte. Da kommt Sonnenschein in Tropfenform, auch Regen genannt, ja. Wir werden auf jeden Fall alles Mögliche geben. Kneti startet leider von der 13. Ja. Ich muss sagen, meine Qualifikationsrunde war eigentlich ganz gut. Wie die aussah, seht ihr jetzt. Ist ein bisschen angebumst. Solange noch kein Flügelschaden, das ist alles cool. Ich nicht. Aber er hat sich später erst gedreht. Schön, Kneti, alles ausnutzen. Fahren wir da mal ein bisschen vorsichtiger rüber, ne? So ist richtig. Immer mehr ruhig auf yesterday. Na komm, Wal, ich sitze im Getriebe. Und ich gehe vorbei. Sehr schön. Oh. Warum? VSC. Safety Car vielleicht? Ja, bingo. Naja. Knitti, was ist bei dir passiert? Ja, ich bin Wahl rein.
Ja, und danach ist der Chris in Wahl, dadurch Wahl DNF und deswegen Safety Car. Oh shit. Ist aber nur virtuelles, oder? Ne, richtiges. Richtiges. Ich will schon mal das. Okay, ist schon ausgewählt. Jetzt ist die Frage. Was meinst du, Mike? Auf Mediums und bis zum Regen durch? Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wenn die beiden reingehen, tue ich es auch. Alles klar, dann wählt schon mal eine Einstellung aus. Guck mal unten rechts. Oh, perfekt, ich habe nichts gesagt. Gut. Dann will ich aber auch ganz schnell Jeffy Boy anfunken. Tibor fährt rein, ich tue es auch. Okay, we can take alles klar. Ich muss auch rein, ne? Ja, auf jeden Fall, dein Flügel ist weg. Eine Seite auf jeden Fall. Ganz. Aber Mediums, oder? Ne? Mediums. Ja, ja, habe ich. Ah, alles klar. Okay, Capo bleibt draußen. So, Safety Car fährt rein. Meine Reifen sind warm. Und jetzt geht's weiter mit dem Racing. Hansa blockt mich hier total und jetzt muss ich den Platz an Gelkajo abgeben. Na warte. So nicht. So wie das aussieht, drückt die Gelkajo aber ganz gewaltig. Kannst du kriegen, kannst du kriegen? Hab ich. Sehr schön. So, Gelkajo. Ich meinte Jeljakor. Runde 2. Capo dreht sich, Flügel ab. Okay, Vorsicht, Knitty. Da läufst du gleich auf. Turn 4. Und Safety Car, here we go again. Ist einer reingefahren? Ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt gerade bei Knitty gesehen, dass Capo aus so durchsichtig war, aber. Aber er rollt wieder. Capo rollt wieder. Oh, 89 Grad. 90. Dass man die Reifen nicht mehr durchdrehen kann. Rico, wo willst du denn hin? Hä? Ja, gemacht. Ist der Referee irgendwie was? Oh, halb verschlafen wegen Rico. Der steht da. Ja, ich glaube, er hat einen Disconnect. Das gibt's doch alles nicht. Oder ein Lenkradproblem, der ist geradeaus ausgerollt. Das meinte ich ja mit Peripherie. Oh ne, er tut mir echt leid, der war auf Platz 1. Okay, die bisschen Schlagdistanz. Lucky wird jetzt angreifen, da kannst du gleich reinstechen. Perfekt, sehr schön. Ja, scheiße, Warning Number 1. Oh, Jekajo, komm, Mann! Boah, Jeff macht Mittag, doch nicht jetzt! Schön gemacht. Nice. Och nein, nicht schon wieder! Was ist denn heute los? Was ist das hier? Der große Preis von K-Australien? Doch offensichtlich, ne?
Oh, Chaos pur hier, hey. Martin hat zerlegt, ne? Oh. Ja, der Motor war's. Turn 12 findet das erste Opfer. So, kommst gerade richtig. Safety Car fährt rein. Perfekt. Hoffentlich der letzte für heute. Das hoffe ich auch. Nee, Tibor. So nicht. Mal 6,5 Runden, oh Mann, ey. Nein. Bist du da vom Gas gegangen, Knetti? Na, L-Ukraine hat mich ein bisschen ausgebremst. Ich hab doch gerade gedacht, plötzlich kam da wieder Rakete angeschossen. Tibor, ich hab hier mächtig Spaß, weißt du das? Ich hab hier Spaß ohne Ende. Ich sitze jetzt so dermaßen im Getriebe. Ja, ruhig ein bisschen Druck machen. Ruhig ein bisschen Druck machen. Bisschen? Was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? So, jetzt ist er fällig. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Na, Start und Ziel kriegst du gleich. Jetzt, sehr schön. Oh Mann, ey. Letzte Woche Sasuke. Und diese Woche ist es Tibor. Aber jetzt gleich mit DRS solltest du ihn auf der langen Geraden kriegen können. Ja, aber ich lasse mir bis zum zweiten Geraden Zeit. Ist es sozusagen der Mexiko-Faktor. Naja. Schönen Exit, Mike. Schöner Exit. Switchback. Sehr schön. Sehr schön. Wow. Wuhu. So, Reifenstatus 26, 21, 25, 22. Easy. Absolut im Soll. Man darf nicht vergessen, die Safety Cars kosten Zeit. Es kann sein, dass der Regen jetzt vielleicht schon Runde 23 anfangen könnte. Maybe, maybe not, we don't know. Maybe. Das war hart an der Strafe. Das ist jetzt eine Verwarnung, oder? Zwei. Oh, okay. Wenn ich Tibor aus dem DRS-Fenster rausbekomme, ist ja schon cool. Ich werde Jeff mal fragen, was er so von Sonne und Regen namens Wetterbericht hält. Wetterbericht? 5 Minuten until rainfall expected. 5 Minuten until rain. Dry seem like the fastest tire at the moment. 5 Minuten. Okay. Ja, das könnte hinkommen dann. So Runde 23, 24 passt. Mhm. Na, eher 24. Was, Chris? Ja. Chris DNF. Oh, Alter. Safety Car? Ja. Okay, Knitty. 3, 2, 1, go. Oh, Hansa, was war das denn? Netter Versuch, aber War doch schon grün. Nee, er hat zur Frühgas gegeben. Mhm. Aber der Gedanke war nett. Der Cabo ist schon in die Box gegangen.
geht auf Inters. Was, jetzt definitiv, schon? Definitiv zu früh. Viel zu früh. Ich meine, guck dir mal die Reifentemperaturen an. Ja, deswegen. Wie ist das Gefühl? Geht noch, oder? Klar. Easy. Er sagte auch 20 minutes of light rain. Okay. Also, ich glaube nicht, dass da Inters die beste Lösung war. Ich würde mich darauf einstellen, vielleicht schon die Runde hier. Das kann jetzt wieder ganz schnell gehen. Okay. Weil, kennst du ja das Spiel, manchmal geht das quasi in zwei Kurven von bisschen schmierig zu Regen. Ja. Nur schon mal im Hinterkopf behalten. Okay. So, Jeff, komm in der Inters. Jo, dann rein. Oder? Ja. Okay, copy that. Muss das Weitbogen noch bei mir sein, ne? Sollte passen eigentlich. Jäcker ja rein, Saske rein, Photon rein. Kniti oh, auch rein. Alles 2-6. So, die gute Nachricht des Tages, ab jetzt kann vom Spiel aus kein Safety Car mehr kommen. Wow, geil! Das muss gefeiert werden, am besten mit dem Rennsieg. Weil ansonsten wäre nämlich, glaube ich, jetzt eingekommen, weil Tibor in die Wand reingedonnert ist. Apropos, wo steckt der eigentlich? Tibor ist aktuell auf der 7, er rollt auch anscheinend wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass er Flügelschaden hat. Nach Italien, nach Russland. Ja, hol ich wieder einen Rennsieg, was mir in Brasilien verwehrt blieb und auch in den USA. Schaffe ich in Australien! Wuhu! Yes! Geil! Sieg Nummer 3 in NXL. United! Yes! Und der Knitti ist Sechster geworden! Ja, geil, Mate! Knitti! Auch eine Kippe. Spitze! Ich brauche eine Kippe. Jawohl! Das letzte war so ein Eiertanz eben noch, ne? So, liebe Leute, hier haben wir das Endresultat des Australien Grand Prix. Meine Wenigkeit gewinnt vor Jelkajor und Sasuke. Glückwunsch zum Podium, Leute. Dann Photo und Tibor. Mein Team McNitty, Hashtag sehr stolz. Lucky, Hanse, Capo, McGill, Kain. Das müsste Spooky sein, Knusper, Antion, Antion, Respekt, Mann, super, Optics auf der 15 und ausgeschieden sind Chris, Semota, Matrix und Val, wobei es bei Matrix ein Disconnect war. Es war ein sehr geiles Rennen und ja, am Ende der erhoffte Regen und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, hat es euch gefallen, da würde ich sagen, Daumen nach oben und ein Abo da lassen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut, tschüss und ciao.